Und der nächste Hit hier auf dem TFT Tremarella Anglerkanal von TFT Trout Fishing Tackle. Ja, ich möchte euch ein weiteres neues Produkt aus unserer Produktrange vorstellen. Und zwar ist das unser neues Flaggschiff, die Rolle Viral. Viral wird Ende Juli im Fachhandel erhältlich sein, wird sich preistechnisch, weil das ist ja mal die erste Frage, ohne auf Detail zu gucken, was kostet die? Ja, habe ich gerade hier schon wieder gehört, bin ja heute wieder in der Anglerlage Millerscheid, ist ja so mein Hotspot hier für die Produktvorstellung bei meinem Freund Burkhard Sidon. Und hier habe ich keinen Stress, hier werde ich gut bewirtet, hier kriege ich was zu essen, hier kriege ich was zu trinken. Hier macht das Produktvorstellen halt ganz einfach Spaß, ne? Und es ist so, jetzt verabschieden sich hier alle, im Hintergrund haben wir jetzt so ein paar Geräusche von tschüss bis morgen und übermorgen. Aber die Rolle, die Viral, die ist nicht von übermorgen. Bei der Viral ist es so, die ist ultra leicht, weil dieses Mal hat Tubertini in Kooperation mit Fishing Tackle Max eine Rolle auf den Markt geworfen, die seinesgleichen sucht im Thema Gewicht. Ja, ich sag mal, zu den Rollen aus dem Werk Ryobi brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Wie bekannt habt ihr hier die Kopfbremse, wie wir die halt immer gerne fischen. Wir haben hier unten für den Freilauf halt unseren Hebel. Ist auch nichts Neues, haben eine schöne Kurbel mit dran, auch mit dem Gummiknauf, schön ausgestellt. Ähnlich so wie bei der Vertigo oder bei der Concept. Und ja, wie gesagt, die Rolle wird preistechnisch sich ein bisschen unter der Concept einordnen. Und wie gesagt, ist ein Leichtgewicht, ultra leicht vom Drehen auch. Die läuft und läuft und läuft und hört dann auch nicht mehr auf zu laufen irgendwann mal. Ist auch vom Design her, finde ich, sehr gelungen. Wenn man sich die so anguckt, ist schon ein kleines Schmuckstück geworden, was die Ingenieure wieder bei Tubertini in Kooperation mit Ryobi hier auf den Markt geworfen haben. Ja, letztlich ist für euch zu sagen, wie gesagt, Ende Juli ist die Rolle im Handel. Die Viral wird in den Größen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 und 6000, halt 6000 auch für die Großfischangler. Aber wir Forellenfreunde werden irgendwo uns bei der 1000er bis 4000er wie immer mal einpendeln. Ja, wie gesagt, mich hat die Rolle mehr als überzeugt. Wie gesagt, Ryobi, Tubertini, die Kooperation ist ja auch schon über viele Jahre. Und ja, ich habe sie schon auf der Trautserie im Einsatz gehabt. Viele haben es gesehen, deshalb ist sie auch ein bisschen dreckig, noch ein bisschen Flecken drauf von dem Fischblut. Aber gut, kann man halt nicht immer machen. Einfach nur erzählen und selber nicht getestet und nichts drüber sagen können, ist auch immer schlecht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Sommerhit hier aus dem Hause Fishing Tackle Max. Wie gesagt, Ende Juli erhältlich. Bis dann. Ciao ragazzi, euer Lars Lindemann, TFT, Trout Fishing Tackle. Ciao.